Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Episode zu Pokémon HoloX Nuzlocke Challenge auf meinem Kanal. In der letzten Episode sind wir hier angekommen in... Wir sind angekommen in Paris. Ich weiß nicht mehr, wie diese Stadt wirklich irgendwie heißt. Oh, guck mal, es geht schon direkt rein in eine wundersame Cutscene hier. Unfassbar, aber wahr. Ich glaube, hier war doch irgendwo dann der Professor oder so, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Hier irgendwo müsste doch so ein bisschen in meinem Kopf schimmern noch so minimalste kleine Reste an das Spiel halt eben, weil ich das ja sehr wenig gespielt habe, da ich die 6. Generation ja eigentlich überhaupt nicht mochte. Also, wer es noch nicht weiß, ich mag die 6. Generation noch gar nicht. Und ich glaube, da haben sie uns jetzt gerade sogar tatsächlich gezeigt, wo Professor Platan irgendwo hier so sein Häuschen hat. Und ich glaube, dort gibt es mal wieder Pokémon für uns zu holen. Der schenkt uns doch eigentlich irgendwie die Kanto-Starter. Und so wie ich den Mimsu, also den Ersteller des Hex, gut kenne, ich schwöre euch, glaube ich, der wird ganz andere Pokémon hier haben. Warte, darf ich hier nicht rein? Achso doch, ich dachte gerade, du bist wie so ein Handlanger, stehst du davor und wartest hier. Sagst du, kommst du nicht rein? Guck mal, wie du gekleidet bist, mein Freund. Ja, okay, dann würde ich sagen, Professor Platan, da bin ich halt, wie gesagt, ich bin unfassbar, ich bin sehr, sehr gespannt, sowieso. Was für Pokémon der so für uns halt eben hat. Weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass das einfach die ganz normalen Kanto-Starter sind. Aber wisst ihr was, bevor ich halt eben in sein Stockwerk reingehe, gehe ich eben ganz kurz in Stockwerk Nummer 1. Weil hier gibt es bestimmt noch irgendwelche Items. Keine Ahnung, das ist immer irgendwie so typisch. In der 5. Generation war das auch immer so bei den ganzen Hochhäusern hier. Vielleicht zum Beispiel Mülleimer. Natürlich ist der leer. Ich weiß nicht, ob hier irgendjemand mir Items oder sowas auch noch vielleicht in die Hand gibt. Guck mal, du siehst doch wichtig aus. Es gibt kein schöneres Gefühl, als im Kampf mit seinen Pokémon auf einer Wellenlänge zu liegen. Ja, ja, ich nutze Pokémon nur dafür, damit ich Geld verdienen kann von den Trainern. Oh, sie gibt uns Luxusbälle. Siehst du, ich wusste es doch. Mit den Menschen reden ist manchmal nicht nur negativ, weil wir alle halt eben so richtig Anxiety durchflößt und durchströmt sind und so. Sondern es hat auch mal was Positives, ja? Guck mal, das war so ein schöner Beweis dafür, dass ihr da draußen keine Angst haben solltet, einfach mal random in irgendeiner Großstadt irgendwelche Leute anzusprechen. Ich bin mir ziemlich sicher, die schenken euch auch nochmal ihre Spucke oder so. Na gut, dann lasse ich mal den Professor Platan dann nicht allzu lange noch warten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ins zweite Stockwerk und dann schauen wir mal. Wirklich, ich bin sehr gespannt. Ich bin sowieso overall eigentlich bisher ziemlich gut und zufrieden mit unserem Team. Aber wenn der uns halt eben hier wirklich so die Creme de la Creme der Pokémon uns entgegenwirft. Ja Mann, endlich treffen. Warum ist die Musik auf einmal so weird geworden? Wie siehst du eigentlich aus? Warte mal, was ist das denn bitte für eine Kleidung? Hä? Der sieht aus wie so eine Pylone. so eine gelb-orange. Warum leuchtest du eigentlich so? Ich wusste, Professor Platan ist ein Stern. Der sieht ja interessant aus. Ja, Pokédex ansehen kannst du gerne mal machen. 26 Pokémon-Arten. Ich finde schön, dass die von damals so den Sound halt reingesetzt haben. Wenn du damals bei Professor Eich nämlich immer gefragt hast, so hier, prüf mal bitte mein Pokédex und so, gab es auch immer diesen Sound. Aber komm, gib mir jetzt einfach andere Pokémon. Mir ist es egal, was du mir zu sagen hast, wie cool das ist, welche Pokémon ich hier getroffen habe und welche ich nicht getroffen habe. Für mich zählt nur eine einzige Sache, mein Freund. Und zwar die Pokémon, die du hast. Aber dann hörte ich, dass Rihorn, Jockey, Primula und ihr Sohn nach Assisia gezogen sind. Primula. Hallo Professor, ich bin Sanna. Jetzt kommen die auch noch hier reingelaufen und so weiter. Leute, was? Fein, fein, da wollen wir doch gleich mal einen Pokémon-Kampf aus. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Der will ja vorher gegen uns kämpfen. Meine Pokémon sind gar nicht geheilt. Ey, nee. Gegen Professor Platan. Darf ich ja oder nein drücken? Okay, darf ich wieder weggehen? Ja, ich heile nämlich eben ganz kurz meine Pokémon. Um Gottes Willen, Alter, ich sag's euch. Wäre ich hier reingedriftet, ey, ohne meine Pokémon zu heilen, dann wäre hier aber wirklich eine ganz große Katastrophe, glaube ich, gekommen. Pokémon sind jetzt auch schön heile. Also, ich hoffe, nee, warte, heile waren sie, glaube ich, schon vorher. Die sind jetzt zumindest geheilt. Ich weiß gar nicht, wurde das aktualisiert im Layout? Tatsächlich, es wurde aktualisiert, ey. Pokélink macht mich immer glücklicher. So langsam funktioniert das auch immer und immer besser. Ja, das ist nicht gut, dass ich das gesagt habe. Wahrscheinlich geht's jetzt halt eben gleich kaputt. Soll ich weiterhin Benzin vorne lassen, ist halt eben nur so die Frage. Ich glaube, das wirklich intelligenteste wäre, immer Porenta vorne zu haben, weil Porenta einfach halt objektiv gesehen, glaube ich, das beste Pokémon aus unserem Team ist. Mit Itemausstattung und Angriff und hast nicht gesehen. Also, wir probieren es mal mit Porenta. Wollen wir mit dem Kampf loslegen? Ich weiß nicht, ob ich das will. Nur noch schnell vorweg, ich bin nicht sonderlich stark. Hör auf, das zu sagen. Es gibt nichts Schlimmeres. Es gibt... Oh, Leute, ich sag's euch, es gibt nichts Schlimmeres, als in Draft liegen dabei zu sein. Und wenn du kurz davor bist, gegen jemanden zu kämpfen und er dir irgendwie sagt so, ja, ich hab leider nur 5 Minuten für mein Teambuilding gebraucht. Und ja, ich hatte heute so einen stressigen Tag gehabt, ne? Oh, eigentlich geht's mir nicht so gut, ich gehe mit Kopfschmerzen in den Tag rein. Oh, oder, ja, jetzt holst du dir den Free-Win. Ich bin halt nicht so ein guter kompetitiver Spieler, bitte vergiss das nicht. Das ist so hässlich. So hässlich. Und du machst genau dasselbe, Professor Platan. Und lass mich raten, du kommst jetzt mit Brutalanda oder so um die Ecke. Komm. Platan, was hast du da so? Taubo. Das ist ein Doppelkampf. Das ist ein Doppelkampf. Ich hab Renta vorne und der setzt einen Iguana ein. Aber nein, ich hab nur Scheißdinger. Was ist hier los? Niesel von Iguana? Der hat jetzt aber nicht Donner und Hurricane, oder?
Also ist jetzt nicht so, dass Iguana gleich Donner einsetzt und Tauboga setzt Hurricane ein, oder? Haben wir uns da verstanden? Das Iguana kriegt Feuer, glaube ich, nicht down. Also, ich glaube, hier kann es echt dazu kommen, dass eins meiner Pokémon stirbt. Was werfe ich denn in Hurricane rein? Oh, shit. Also, ich kann mir das zumindest vorstellen. Bei Mimsu sich wahrscheinlich dachte so, ha, ich bin mal richtig lustig. Ich setze ein Pokémon ein beim Professor Platan, sodass es in seinem Gebäude regnet und sage, der kann Donner und Hurricane. Ha, damit bin ich ein richtiger Schießer. Scheiße, was mache ich denn? Kann Iguana mich denn killen, wenn er Donner einsetzt? Ja, oder? Aber ich glaube, ein Rollum überlebt schon ein Hurricane. Aber die Sache ist, der überlebt nur ein Hurricane. Was mache ich denn? Habe ich irgendeinen Kampf-Item, was ich einsetzen kann? Eine X-Abwehr und so weiter, da bringt mir alles hier gar nichts. Den kriege ich nicht vorher down irgendwie, ne? Ich könnte jetzt hoffen, dass ich einen Donner überlebe und ich setze einfach, ich gehe auf Tauboga, aber ich bin halt... Aber ich weiß nicht, das ist eine scheiß Situation, was mache ich? Ich muss Fiona da reinschicken. Also nicht in Donner. Aber danach habe ich dasselbe Problem, weil danach kommt einfach Next Turn Donner. Ich muss hier, glaube ich, drinbleiben. Aber Porenta darf nicht sterben. Komm, wir targeten das Tauboga. Oh Gott, was passiert jetzt? Ruckzuck, gibt kein Hurricane. Ich glaube, ich habe viel zu viel Angst. Aber der geht auf meinen Porenta? Nein. Nein, das ist nicht gut. Ey, nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Donnerschock überlebe ich. Überlebe ich Safe Call. 1 Million %. 1 Million %. Das war ein Crit. Du Drecksack. Oh mein fucking Gott. Tauboga stirbt nicht mal. Ah, das war auch ein Crit. Okay, das habe ich mir zumindest verdient. Hier muss ich raus. Hier muss ich raus. Gib einfach Tinkerbell. Tinkerbell tankt auch mal so ein oder zwei Angriffe. Alter Schwede, habe ich gerade Schiss gekriegt. Meine Fresse. Mein Herz war schon in meinem linken Zehennagel. Nein! Egal, ich bin auf Walzer gelockt. Ist okay, dass er es einsetzt. Ich bin auf Walzer gelockt. Donnerschock? Ja, das sollte nicht mehr so viel Schaden... Nicht mehr so viel Schaden, ist aber auch ganz nett formuliert. Guck mal, wie wenig Schaden das macht. Feenbrise. Nee, trifft nicht beide. Egal, ich muss trotzdem irgendwie das Tauboga rausbekommen, weil ich habe 2 Flug-Pokémon in meinem Team und so weiter. Och, das war so blöd. Ich glaube, egal, sowieso Roll... Ha! Sporenwert. Jawoll. Jawoll. Und Donnerschock killt mich nicht. Seitentausch? Das ist doof. Guck mal, der nimmt mich wenig Schaden. Umso besser. Es spielt mir sogar in die Karten. Tatsächlich, dass das Iguana halt eben getroffen wird. Weil ich habe mich ja gerade so ein bisschen lautstark darüber aufgeregt, dass ich halt das Tauboga attackiert habe, obwohl ich eigentlich das Elektro-Pokémon weghaben möchte, weil ich 2 Flug-Pokémon in meinem Team habe und ein Wasser-Pokémon. Überlebt der nochmal was von irgendjemandem? Ich heile, glaube ich, mal Tinkerbell eben kurz. Ja, Leute, ich bin gerade, ich habe gerade wirklich sehr, sehr viel Schiss, okay? Deswegen heile ich eben kurz Tinkerbell. Ich gehe hier gar kein Risiko ein, ich mache das nicht. Tinkerbell würde ich noch gerne behalten und hoffe einfach mal, dass Benzin jetzt gleich trifft. Und dass er nicht daran stirbt, Alter, wie viel Schaden er schon wieder gemacht hat. Aber gut, der greift jetzt den Tinkerbell an, das ist vollkommen fein mit mir. Und er trifft, sehr schön. Sehr, sehr schön. Iguana ist damit down und damit ist, glaube ich, die größte Gefahr erstmal weg. Sehr schön. Richtig viele Erfahrungspunkte, Alter, Schwede. Guck mal, machen wir Benzin jetzt auch mal endlich zu einem guten Pokémon? Oder wie sieht's aus? Nee, der lernt immer noch nichts Tolles. Der lernt eigentlich ehrlich gesagt gar nichts, natürlich. Wie soll's denn noch anders sein? Ja, der Windstoß hat schon ein bisschen Schaden gemacht, ne? Aber ein zweiter killt mich halt eben nicht. Deswegen gehe ich hier auf Feenbrise weiterhin und der ist ja sowieso gelockt im Walzer. Beim Windstoß überlebe ich. Ja. Also, es war natürlich auch ein bisschen riskant, weil erhöhte Crit-Chance und so. Und es hätte natürlich auch sein können, dass er jetzt hier wieder wegcrittet. Aber guck mal, Walzer ist. Auf Walzer ist halt verlassen. Er trifft auch immer. Es gibt keinen Moment, wo Walzer mal daneben geht bei mir und deswegen, ne, haben wir das hier auch souverän gewonnen. Level 14 Tinkerbell auch nochmal hinterher, sag ich doch nicht nein. Er lernt aber auch keine Attacken, ne, es ist wieder Generation 1 all over again. Level 14, was lernst du jetzt? Gar nichts. Oh, guck mal, sogar Porenta, er kriegt irgendwie 550 Erfahrungspunkte. Och Mensch, Platan, das war wohl nix. Ja, nee, da hast du recht, das war wirklich überhaupt nichts von dir. Ich habe auch keine Angst gehabt oder so, dass du mit übermonströsen Attacken oder sowas um die Ecke kommst. Nein, nein. Alles klar, jetzt konnte ich mir mein erstes Bild machen. Ein Bild wovon? Na, ein Bild von dem, was Marcel kann. Er ist ein sehr interessanter Trainer. Dankeschön, das höre ich sehr gerne. Und jetzt kommen wir zum wahrscheinlich wichtigsten und spannendsten Part. Fein, dann bekommt ihr jetzt gleich noch ein Pokémon, das euch auf eurer Reise begleiten wird. Hier, du kannst dir zuerst eins aussuchen. Oha, guck mal die Form. Das Feuer-Pokémon Glumanda? Shigi? Bisasam. Jetzt kann ich keine Zuschauerumfrage machen, Alter. Sonst geht der Part heute irgendwie nur so 5 Minuten oder sowas. Scheiße. Warte mal, ich habe ein Wasser-Pokémon, ne? Und ich kann mich daran erinnern,
Aber dann mache ich mich zum Feind Nummer 1 oder so, weil alle Leute dann sagen so, das Pokémon ist overrated, Marcel. Warum nimmst du den Scheiß in dem Team? Ich hab da keinen Bock drauf. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich würde, glaube ich, persönlich Bisasam nehmen, weil wir haben schon Wasser-Pokémon, wäre halt irgendwie ein bisschen unnötig. Die Sache ist aber, auch ein Mimsu hat mir gesagt gehabt, ich rate dir, auf irgendeiner Route gibt's auch noch Glumanda, glaube ich, zu fangen. Der hat mich gespoilert, der Drecksack. Auf irgendeiner Route gibt's nämlich Glumanda zu fangen. Und ich kann das ja einfach ein bisschen abkürzen, indem ich einfach sage, komm Platan, ich hol mir hier einen Glumanda. Wobei, ich glaube, er sagte, ich sollte einen Shiny Glumanda oder sowas mir holen oder so, ne? Ich glaube, das meinte er zu mir. Ja, stimmt, ich glaube, er sagte zu mir, ich soll einen Shiny Glumanda holen, was ja auch das Einfachste der Welt ist. Mal eben so kurz einen Shiny Glumanda halt eben suchen oder was. Mimso, in welcher Welt lebst du denn eigentlich? Aber ich... Bisasam sieht aber komisch aus, hätte er hier so komische, sind er so komischen, wie nennt man das, ist das Lidschatten? Ach, keine Ahnung, sieht so aus, kenne ich mich mit Schminke aus. Ich habe auch schon Gift-Pokémon, ne? Feuer-Pokémon wäre halt cool, aber ich habe halt Fiaro theoretisch, darf ich auch nicht vergessen. Possibilities, wisst ihr was, ich nehme Bisasam, weil ich das Pokémon sehr liebe. Komm, ich nehme Bisasam, weil ich Bisasam wirklich sehr liebe. Komm, ich habe es jetzt einfach getan. Warum nicht, fein, fein, der Team ist leider voll, ist mir eigentlich komplett egal. Hä? Ach, ich muss jemanden aus dem Team rausschicken. Ja, Benzin. Also ohne Wenn und Aber. Ganz ehrlich. Also ich glaube, Benzin wäre so der Nächste, den ich halt sowieso rausschicken würde. Möchtest du ihm vielleicht einen Spitznamen geben? Ja, aber mal hallo, mein Freund. Na sicher werde ich dem einen Spitznamen geben. Ist auch schon wieder männlich. Oh, jetzt muss ich überlegen. Männliches Bisasam. Wisst ihr, ich habe so an Kräuter gedacht. Und ich dachte mir, ich finde das auch ein ziemlich cooler Kosename und so. Ich nenne das Bisasam Haze. Also selbstverständlich nicht nach irgendeinem Kraut, sondern eher danach, weil ich natürlich damit die Attacke Weißnebel meine. Naja, ganz sicher, wird das wird es auf jeden Fall erlebend sein. Nein, aber ich finde, Haze ist auch ein ziemlich cooler Spitzname overall. Und ich hoffe einfach, ach yo, wir kriegen ja sogar Megastein von dem. Oh, mega Bisafloor, ja sicher. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, wollte ich mal ganz kurz anmerken. Sehr schön. Naja, bekommt immer eure Pokémon da, mir ist es egal, was ihr bekommt und so. Ich bin sehr zufrieden mit Bisasam. Die Sache ist, nee, ich bin so blöd, ne? Ich weiß ja gar nicht, was für ein Typ Bisasam hat. Was ist, wenn Bisasam jetzt, weiß ich nicht, ein Wasser-Pokémon ist oder sowas? Nee, egal, wird schon in Ordnung sein, wird schon in Ordnung sein. Weil, naja, die sehen schon anders aus. Und das war ja auch bei unseren Starter-Pokémon der Kalos-Region halt eben so, dass die ja anders aussahen. Und dann hatten sie auch auf einmal andere Typen halt gehabt. Und wenn die Bisasam jetzt gar kein Wasser-, Pflanzen-Pokémon ist, werde ich vielleicht damit ein Problem haben. Aber nur vielleicht. Das werden wir gleich halt eben sehen, nachdem sie uns jetzt hier aufgehört haben, davon zu erzählen, wie cool eigentlich Mega-Pokémon sind und was Mega-Entwicklungen sind. Nein, die Grafik wurde tatsächlich nicht aktualisiert. Wundert es mich? Selbstverständlich wundert es mich nicht. Aber wisst ihr was? Ich kann da eben ganz kurz etwas gegen machen. Pass auf, jetzt muss es aktualisiert sein, oder? Oh, da ist Haze. Seht ihr Haze? Oh, Haze ist doch so cool. Okay, ich würde sagen, Haze, mein Lieber, wir schauen uns jetzt mal an, was du für ein Pokémon bist. Er trägt schon mal ein Item, was ich sehr interessant finde. Zauberer, Pflanze, Fee. Hast natürlich ein bisschen Gengar-Need? Was? Wo kommt das denn jetzt her? Gengar-Need. Ja, Leute, also so wie es aussieht, wenn wir mal irgendwann ein Nebulak antreffen sollten oder sowas, boah, geil, da freue ich mich schon drauf, da können wir auch endlich einen Gengar zum Mega-Gengar halt eben machen. Ja, aber wie geil ist das denn bitte? Pflanze, Fee finde ich ja saucool. Passt ein bisschen besser zu Endivir. Passt auf jeden Fall ein bisschen besser zu Endivir. Es wäre auch cool gewesen, wenn man hier nicht die drei Starter-Pokémon bekommen würde von der Kanto-Region, sondern halt eben von der Johto-Region und man würde Endivir dann Pflanze-Fee machen oder sowas. Aber das ist halt wieder Meckern auf hohem Niveau. Aber das finde ich sehr cool. Zauberer ist hier die Fähigkeit, ich habe ein neutrales Wesen. Ganz ehrlich, damit kann ich extrem gut leben. Die einzige Problematik ist halt, dass wir Tinkerbell haben, also zwei Feen-Pokémon. Aber, komm, darüber wollen wir uns mal nicht beschweren. Geschenken Gaul, schaust nicht ins Maul. Wir haben ein Bisasam-Geschenk gekriegt mit Gengar-Need, wie gesagt. Keine Ahnung, wie das halt zustande kommt, aber es ist halt da, okay? Es ist halt da. Aber ich glaube, ich entscheide mich trotzdem dafür, dass wir Rollum dann doch eher ins Team aufnehmen, weil ich halt Rollum schon trainiert habe und so weiter. Und ja, falls irgendwann mal ein Pokémon sterben sollte oder so, kann ich ja immer noch Bisasam reinsetzen. Ich werde die dann schon bald treffen. Ja, was ist das hier schon wieder für ein Gespräch zwischen den beiden und so weiter? Darf ich vorstellen, dass Marcel, sei doch so gut und komm mal bitte kurz rüber. Hallo, jetzt sprechen wir auch mal hier miteinander. Ja, ich habe einen Pokédex halt eben erfahren. Die Frage ist halt eben, Flordelis, warum bist du genau zu diesem Zeitpunkt hier, wo wir halt eben diese Sachen bekommen?
frage ich mich. Und einen Hololock habe ich auch, jawohl. Ich fand diesen Flordelis sowieso allgemein immer ziemlich, ziemlich strange, muss ich sagen. Und ich finde auch seine, keine Ahnung, wie kann man sagen, seine Prinzipien oder so, finde ich auch irgendwie sehr komisch mit diesem, ich bringe Schönheit in die Welt und alle sollen toll aussehen und dafür werde ich halt eben, keine Ahnung, eine Rakete starten. Spoiler Alert. Nee, aber, ja, keine Ahnung, sieht manchmal halt so komische Käuze hier im Abenteuer aus Pokémon, aus dem Pokémon-Abenteuer. Die Sache ist jetzt halt eben nur, wo gehe ich hin? Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Guck mal, dich kenne ich auf jeden Fall. Was möchtest du mir denn sagen? Mr. Marcel! Oh Gott, dass ich so genannt werde, ist einfach noch so schlimm. Das musst du dir ansehen. Hier kann man Trainer-Promos aufnehmen. Naja, sind ja auch die Trainer-Promo-Studios. Sein eigenes Promo-Video aufnehmen, da werden Träume wahr. Die Leute hier erstellen das Video auch gerne für dich. Da musst du dich um nichts kümmern. Ja, Mensch, ja, das, sowas hier für den YouTube-Kanal. Hier, Leute, ne? Also, falls ihr euch bewerben wollt und so, ich gebe euch bestimmt Brot und Wasser. So. Da kannst du aber auch selbst zusammenstellen, wenn du dich berufen fühlst. In diesem Fall steckt sein ganzes Herzblut in 10 Sekunden dieses Videos, um dann die Welt daran teilhaben zu lassen. Nee, ich habe durchaus Besseres zu tun. Warum sehe ich hier zwei Zwillinge neben? Ihr seht gruselig aus. Ich möchte mich gar nicht um euch kümmern. Hier war Pokémon Center. Wisst ihr was? Ich nutze eben kurz und fix diese Gelegenheit, um auch hier beim Pokémon Center auch kurz mal wieder meinen Rollum ins Team zu nehmen. Wie gesagt, dann doch lieber als Gengar. Nee, also das ist nicht Gengar, obwohl er einen Gengar nie trägt. Aber ich werde zumindest schon jetzt... Oh Gott, Alter, was geht denn jetzt bei mir ab? Gleich kriege ich einen Schlaganfall, so wie ich hier rede. Gengar Need nehme ich aber trotzdem natürlich in meine Obhut. So, das wollte ich sagen. Ich schaue mir außerdem nochmal ganz fix hier an, was es jetzt hier so zur Auswahl halt eben gibt im Pokémon-Supermarkt. Wobei ich glaube, das hier verändert sich gar nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es sieht auch ganz gut danach aus. Hier gibt es keine Siegelbeeren mehr zu kaufen, ne? Das sehe ich auch auf jeden Fall. Vielleicht irgendwann mal wieder Citrobeeren. Was haben wir hier? Ho, 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 ho. Boah, ihr habt mich verschluckt. Ui. Das ist schön. Das ist sehr schön. Ich finde es ein bisschen komisch, warum Sonntag und Regentanz so viel kosten im Vergleich zu Dampfwalze, was literally halt eine viel stärkere Attacke ist, ehrlich gesagt. Aber ich glaube nicht, dass wir bisher die Attacken brauchen. Käfertrutz wäre halt eben nochmal was ganz Cooles, irgendwie für unser Rollum oder so, aber wir haben erstmal Plage. Schwertanz könnte man sich wahrscheinlich auch nochmal anschauen. Das könnte wahrscheinlich Porenta erlernen. Ich brauche 10.000 Pokédollar. Ey, kann ich noch irgendwas verkaufen? Alter, wenn Porenta das erlernen kann, dann ist ja aber hier, dann ist aber Hollerie, meine Freunde. Dieser Flornit kann ich alles wahrscheinlich gar nicht verkaufen, würde mich auch extrem wundern. Ich könnte diese X-Dinger halt eben verkaufen, aber die sind recht wichtig in der Nuzlocke-Challenge. Darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Was bringt uns sowas hier? 50! 50! Das ist doch ein Verarsche ist das. Mehr ist das nicht. Alter, der will uns nur 50 Pokédollar dafür geben. Was hat denn der bitte geraucht? Der hat wahrscheinlich Haze geraucht. Der hat ein bisschen zu viel von meinem Bisasamen bekommen. So, ja, Klinik am Südring, glaube ich, hieß es hier gerade. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wo ich sonst hingehen soll. Da ist Tomato. Moin! Hast du mir vielleicht irgendwie, kannst du mir irgendwie sagen, wo ich hingehen soll? Nano, warst du schon im Café? Wo ist denn Café? Ich weiß es doch nicht, sehe ich so aus. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo mal so, na keine Broschüren, aber bestimmt hier irgendwo eine Map, wo man drauf schauen kann. Audio-Guide? Ich möchte mir hier nichts anhören, Leute. Oh, das mit der Kamera ist aber auch irgendwie ein bisschen hinderlich. Ach, hier ist wahrscheinlich das Café, weil hier, ha, Leute, ne, ich kann, wisst ihr, ich habe eine ganz gute Perception. Ich weiß ganz genau, wie das hier abläuft. Hast du einen Moment Zeit? Ja. Treffen wir uns auf ein erstes Date hier im Café. Warum denn nicht? Oder so. Oder ist hier nicht Flordelis drin? Ja, sicher ist der hier mal wieder mit da drin und erzählt dir wieder von seinen Geschichten von wegen, oh Leute, ihr seid alle hässlich. Ich sehe so wunderschön aus, obwohl meine Haare so aussehen, als hätte ich an der Steckdose gelutscht. Da hat sie sogar gerade zu mir gesagt gehabt, stimmt, wir sind ja Trainer, wir könnten ja auch mal gegeneinander kämpfen und so weiter. Wie kannst du denn bitte vergessen, dass wir beide Trainer sind? What the fuck? Also ein richtiger Trainer würde sowas doch nicht... Egal. Oh, sie hat gerade gesagt, ich werde so oder so verlieren. Alter, jetzt mal ohne Scheiß, krieg doch mal deinen Stock aus dem Arsch. Es darf nicht wahr sein, dass jeder halt irgendwie dann auf einmal immer so rumheult und sagt so, ja, ich werde eh verlieren. Mach dir keine Sorgen, Marcel. Ich bin eh nicht so ein starker Trainer. So, jetzt war ich beim Café. Trovato ist sogar tatsächlich weg. Aber wir kriegen eine Holo-Nachricht, bevor wir hier weitergehen können. Ach Mensch, du bist es. Der Tänzer, Tierno. Hör mal, ich bin gerade auf Route 5 und ihr wimmelt es nur so vom wilden Pokémon. Komm schnell vorbei, das darfst du nicht entgehen lassen. Ja, der Grund, warum ich da hochlaufen möchte, ist, damit ich auch wieder weitere Pokémon habe für unser Abenteuer hier. Also tatsächlich hier mein nächstes Ziel, sowieso Route 5 zu besuchen, sodass ich mit etwas Glück dann auch... Och, ist das nicht? Ist das nicht? Das ist nicht... Da, nein, wie läuft's alles? Das ist Mr. Miteinander. Doch, er ist es. Mit den Ohrkräften. Oh, um Gottes Willen. War das in... Doch, in Oras war das, wo es diese richtig weirde Cutscene mit dem gibt, ne? Aber nicht hier in Pokémon X und Y, oder? Nee, stimmt, das war wirklich ein Oras. Ja, da bin ich noch zufrieden. Ja, du willst mir diese Säfte, Kräfte und so weiter geben und so weiter. Ich verstehe schon, die O-Kraft zuteil lassen.
Es ist wunderschön, dass du das tust für mich. Wirklich, wo wäre ich nur ohne dich, Mr. Miteinander und so. Das ist halt wirklich sehr strange gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Mr. Miteinander in Oras ist halt eine ganz, ganz weirde Sache. Also richtig, richtig weird. Das ist nämlich so, dass der... dass so verschiedene Menschen mit unterschiedlichen O-Kräften so in eine Person rein fusionieren und diese Person dann Mr. Miteinander wird. Und das ist halt wirklich, das ist, Leute, das ist wirklich ganz, ganz strange. Etwas, was du im Pokémon eigentlich nie irgendwie erlebst oder so. Ach, guck mal, hier sind die, ach, hier ist die Lucario-Braut. Ja, sicher, irgendwann sind wir doch bei diesem Schloss Firnstein, nee, keine Ahnung, wie das heißt. Und Schloss Firnstein war das, glaube ich, so, dass die uns dann auch so ein Lucario-Need oder sowas gibt. Ja, jawohl. Hallo, Conny. Ach ja, genau, die Arenaleiterin. Ja, sicher. So war es natürlich auch noch. Genau, habe ich auch schon wieder ein bisschen vergessen. Und die gibt uns halt, wie gesagt, dann irgendwann auch so ein Lucario-Need. Und ich glaube, wir kriegen sogar tatsächlich ein Lucario. Oder wie ich halt Mimsu kenne. Aber wobei, jetzt gerade eben waren es ja auch die Kanto-Starter. Was ist das denn hier eigentlich überhaupt? Skatepark. Ach, du Scheiße. Hier gibt es ja noch ordentlich was zu erleben, ne? Wobei, hier, let's go. Whee! Hä? Ich möchte mal ein paar Stunts hier sehen von dir. Oh Gottchen, der macht ja gar nichts. Das ist ja richtig peinlich. Egal, ich bin hier, um Pokémon zu fangen. Und nicht, um Spaß zu haben. Also Leute, ihr kennt das ja. Mal gucken, was für ein Pokémon sich dahinter verbirgt. Kein Plan. Das hat sich irgendwie angehört wie ein Vogel mal wieder. Aber ich hoffe nicht, dass es wieder ein Vogel-Pokémon ist. Oh mein fucking Gott. Alter, das ist so ein unendlich geiles Pokémon. Wir haben schon ein Kampf-Pokémon, ja. Und was das Level angeht, fällt der auch ganz schön weit zurück, fällt mir schon auf. Also Eddie hier, Eddie Hall. Aber wie unendlich geiles Pam-Pam denn bitte. Beziehungsweise halt eben... Eipfel... Nein! Ich hab's weggeschlagen! Aber ist nicht so schlimm. Ich glaube, Eipfelbeere hätte ich sowieso kaum bis nie eingesetzt. Ich hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen Schiss gehabt, Knock-Off einzusetzen tatsächlich. Ja, ich würde einfach mal sagen... Ich werfe einfach mal Luxusbälle. Komm, ist ein recht schwarzer Ball für ein recht schwarzes Pokémon. Wird schon irgendwie passen. Meine ich doch. Das passt wie die Faust aufs Auge. Passt auch Faust aufs Auge, weil es ein Kampf-Pokémon ist. Ich muss mir erstmal einen Spitznamen überlegen. War der jetzt männlich oder ist es jetzt eine Sie? Wie sieht's aus bei dir, Pam-Pam? Ist übrigens ein Kampf-Pokémon. Gut, das heißt also hier wieder keine Special-Form. Ich möchte Pam-Pam absolut einen Spitznamen geben. Pandago-Pam-Pam. Eigentlich ein Spitzname, für den ich mich so ein bisschen, für den ich mich ein bisschen schäme. Ich weiß gar nicht, ist das überhaupt erlaubt? Darf ich mein Pokémon so nennen, Po? Weil das ist halt eben doch der... Ey, ich habe wirklich sehr wenig Filme in meinem Leben geschaut, ne? Aber Kung Fu Panda habe ich geschaut. Und ich glaube, der Panda dort hieß Po. Ist sogar erlaubt. Darf ich sogar tatsächlich machen? Po, tatsächlich. Okay. Ist natürlich ein unfassbar bescheuerter Name, weil... Also, das zeigt nicht wirklich die Liebe zu dem Pokémon, wenn ich das Pokémon zum Kampf rausschicke und ich dann... Stell dich vor, ich bin im Kampf, ja? Und ich rufe so... Los, Po! Weißt du? Das beschreibt nicht so sonderlich, dass du wirklich in einem... Ich sag mal, in einem sympathischen Verhältnis zu diesem Pokémon stehst. Aber ich glaube, die Leute, die diese Assoziation irgendwie verstehen, ich glaube, die werden das auch appreciaten, dass ich das Pokémon halt eben Po nenne. Nein, ich möchte nichts ablegen. Also wobei doch, es wird gleich was abgelegt, wenn ich halt eben hier was bewege. Pampa, mein Freund, wie sieht's denn bei dir so aus mit den ganzen Fähigkeiten und so? Findet Vergiftung? Meinetwegen, ist gar nicht mal so schlecht. Initiative plus Spezialverteidigung minus, das ist auch ehrlich gesagt gar nicht mal so übel. Das kann man auf jeden Fall auch nehmen. Aber es tut mir liebes Pam-Pam. Ich werde dennoch weiterhin das Praktibalk in meinem Team halt eben behalten, weil ich das Pokémon auch schon trainiert habe. Aber es ist trotzdem sehr schön zu sehen, was für ein Pokémon das halt eben ist. Die nächste Problematik, die ich habe, ist, dass ich überhaupt gar nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Ich gehe einfach mal auf Route 5 und klatsche einfach mal ein paar Trainer. Ich glaube, das ist so das Beste, was ich jetzt machen kann. Es gibt hier auf jeden Fall auch eine Arena, weiß ich. Die müsste doch, glaube ich, sogar der Eiffelturm sein oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber da will ich jetzt noch nicht hingehen. Was geht denn jetzt ab? Stelle eine Internetverbindung her oder begib dich an einen Ort, wo sich viele Leute aufhalten, um andere Spieler zu treffen. Nein, bitte nicht. Hilfe? FBI, weißt du? We want to know your location. So, nein. Doppelkampf sieht das da oben danach aus. Ich würde sagen, da ich halt Eddie, wie gesagt, schon etwas länger nicht mehr benutzt habe, wird der jetzt auch erstmal hier in den Kampf vorgerückt. Mit Fiona. Warum eigentlich nicht? Komm, mit Fiona kann er nicht schaden. Dann kämpfen wir mal hier gegen die beiden. Wir verstehen uns blind und ohne Worte. Wir wissen immer, was im Kopf der anderen vor sich geht. Es grenzt beinahe an Telepathie. Wenn, aua, wenn Mimsu jetzt geil ist, also mein Mimsu ist ein ganz schön geiler Typ, dann gibt er jetzt einfach irgendeinem Pokémon hier bei diesem Trainer fix die Fähigkeit Telepathie. Das ist einfach 700 IQ. Nicht schon wieder Ditto. Nicht schon wieder Ditto. Okay. Ich darf nicht, ich habe nicht vergessen, was für ein Typ Ditto ist. Ditto ist ein Elektro-Pokémon. Wo aber die Wasserattacken trotzdem sehr effektiv sind. Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, woran das liegt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der ein Elektro-Pokémon ist. Zumindest Elektroattacken beherrscht. Ich greife mal mit Fußkick an.
Damit könnte ich zumindest schauen, ob der ein Gesteins-Pokémon ist, weil Wasser sehr effektiv ist. Ja, stimmt, das könnt ihr auf jeden Fall schon mal nachprüfen. Und Fiona, du verlässt jetzt mal wieder das Feldchen, weil, wie gesagt, das ist ein Elektro-Pokémon. Elektro-Pokémon allgemein sind ein bisschen doof für mein Team, fällt mir auf. Aber ich glaube, ich schicke den Kampel rein. Da nur so minimal drauf für mein Team, glaube ich, ne? Elektro-Pokémon nehme ich so ein bisschen hops. So, Tinkerbell, zeig mal, was du drauf hast. Oh, das ist eine starke Attacke. Ach, das macht gar keinen Schaden. Ach, Dönerwelle, Mann. Dönerwelle. Egal, es ist auf Fiona gegangen. Ist auch noch irgendwie... Fiona. Ist auf, Tinkerbell gegangen. Es ist kein Gesteins-Pokémon. Es ist kein Gesteins-Pokémon. Energiefokus, ich bereite mich mal darauf vor, weiterhin da was einsetzen zu können. Nee, was könnte der sein? Feuer? Elektrofeuer ergibt gar keinen Sinn, nicht bei Ditto. Vor allem passt es überhaupt nicht vom Aussehen her. Warte mal, bevor ich jetzt... Ich überlege halt eben Feenbrise in Ditto einzusetzen, um vielleicht auch so ein bisschen zu schauen, ob... Ja, vielleicht das doch irgendwie ein Feuer-Pokémon ist. Initiative sinkt jetzt gar nicht mal so kacke. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Der will jetzt hier auch alles von mir paralysieren, oder was? Ja, natürlich kriege ich die Vollpaare. Wie soll es denn noch anders sein? Ich stelle gerne weiter nie die Frage an Mimsu, auch wenn er mir das schon beantwortet hat, aber ich glaube ihm das nicht. Du hast doch die Hex erhöht oder sowas, nicht nur die Crit-Chance. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das darf doch nicht wahr sein, wie oft mir das passiert. So, wenn der mich jetzt crittet, oder mich das Ditto jetzt mit Donnerschock... Okay, nee, Tinkerbell, alles safe, alles safe. Ich brauche mich gar nicht... Alter, Fullpara schon wieder. Ey, das ist so dumm, das ist so dumm. Ey, Mann, warum? Ja, heile ich mich halt wieder hoch. Ich muss das auch so ein bisschen... Ich muss mehr sparen, glaube ich, bei den Tränken und so weiter. Weil ich glaube, das ist auch ein sehr teures Gut. Du bekommst recht wenig Preisgeld von den ganzen Trainern. Zumindest habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das so ist. Und wahrscheinlich wird es von mir so auch tatsächlich so aufgebaut, dass du weniger Preisgeld dein Leben bekommst. Und deswegen müssen wir wirklich jeden Trank ordentlich und vernünftig einsetzen, sodass wir keine weiteren kaufen müssen. So, Quapsi, du verabschiedest dich jetzt erstmal. Macht er da zu uns. Eddie nochmal Level 13, sehr schön. Vielleicht erlernst du nochmal eine Attacke? Keiner möchte Attacken erlernen. Keiner möchte Attacken erlernen. Ist einfach aus. Gehört heutzutage nicht mehr zum guten Ton oder so. So, und hier setzt mal, ja doch, Feenbrise ein. Er könnte immer noch Elektroboden halt sein, ne? Das kann natürlich auch sein. Und ich glaube, das wäre sogar, das muss ja. Wenn jetzt Feenbrise neutral effektiv ist, dann muss er ja Boden sein. Ja, dann ist er Boden, Elektroboden. Mit dieser Annahme müsste ich richtig liegen. Oder? Eigentlich schon, oder? Guck mal, was habe ich jetzt ausprobiert? Wasser war sehr effektiv. Elektro wissen wir ja schon. Gestein ist er nicht. Haben wir auch schon rausgefunden, weil Fußkick normal effektiv ist. Oh Gott, im Himmel nochmal. Weil Fußkick normal effektiv ist und zum Beispiel Tackle auch. Oh, bitte kein Crit, bitte kein Crit, bitte kein Crit. Okay, sehr schön. Ja. Müsste doch eigentlich. Feuer kann er ja auch nicht mehr sein. Das würde mich sehr wundern. Also Elektroboden ist der. Muss ich mir auch merken. Das Ditto ist also Elektroboden. Merken wir uns das. Das wäre jetzt sehr crazy, wenn Ditto übrigens hier in diesem Hack eine Weiterentwicklung hätte. Das wäre übertrieben crazy. Ich meine, stellt euch einfach mal vor, es gibt ja eine Weiterentwicklung zu Ditto. Also du erwartest ja wahrscheinlich eine Weiterentwicklung zu Pachirisu oder zu... Zu welchem Pokémon erwartet? Eine Vorentwicklung zu Tauros oder hast du nicht gesehen, ne? Aber halt eine Weiterentwicklung zu Ditto, glaube ich, checkt keiner. Ja, frische Pokémon wieder am Start und jetzt heißt es eigentlich mal wieder weiterhin auf Trainersuche gehen. Warte mal, kann ich hier nicht irgendwo auch schon langfahren? War das nicht irgendwie schon tatsächlich irgendwo so? Ja, hier zum Beispiel. Hoho, seht ihr? Nochmal einen super Trank bekommen. Wichtiges Gut. Sage ich ja nicht umsonst. Es ist ein wichtiges Gut. Und deswegen ist es auch sehr gut, dass ich einen super Trank gefunden habe. So, und dann müssen wir auf jeden Fall nur noch Ausschau halten nach weiteren Trainern. Oder halt eben ganz, ganz viele wilde Pokémon, wie es aussieht. Da ist doch bestimmt ein verstecktes Item, seien wir mal ganz ehrlich. So, welche Pokémon gibt es hier sonst noch so? Dodo wäre auch extrem cool gewesen. Aber es wäre noch ein Flug-Pokémon für unser Team gewesen. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube eher weniger. Wenn ich jetzt hier nicht fliehen hätte können und der kommt mit Borschnabel oder sowas um die Ecke, dann wäre das auch ganz schön kacke gewesen. Da ist kein verstecktes Item. Prädestiniert eigentlich dafür, weißt du? Und da ist kein verstecktes Item. Schon faszinierend, wenn Pokémon in Gruppen auftreten. Ayo, hier gibt es ja diese. Wie heißen die nochmal? Oh, ihr wisst schon, was ich meine. Also, ihr wisst schon, was die auch gemeint haben. Wo du fünf Pokémon irgendwie antreffen könntest oder sowas. Haben die das? Wow, was? Du kämpfst jetzt instant oder was? Ich war gar nicht darauf vorbereitet. Ich skippe eure Textzeilen, als wäre es nichts Gutes. Bisaknosp, okay. Hier bleibe ich nicht drin. Wir wissen zumindest schon mal, wie Bisaknosp aussieht jetzt. Und wir wissen auch, dass es ein Feen-Pokémon ist. Imagine, ich hätte Bisasamen nicht genommen von Professor Platan. Ich würde hier Safecoin mit Eddie einfach drin bleiben. Was haben wir denn dagegen? Ach klar, ja sicher, Porenta einfach. Porenta, Aeroass und dann sagt er halt eben auch nicht mehr so wirklich viel. Und ich muss mir wirklich nochmal unbedingt für die nächste Episode anschauen, wo nochmal die Level Cap ist. Jawoll! Jo, das ist nicht mal ein Crit gewesen.
wo die Level Cap ist, zum nächsten Arenaleiter. Weil das weiß ich immer noch nicht aus dem Kopf. Alter, das ist einfach fast ein One-Shot. Leck mich fett am Arsch. Ich sag's euch ja, wie es ist. Porenta ist halt wirklich einfach unser... Ja, das ist einfach der Sieger. Also Porenta, da kannst du auch mit einem Supertrank dich heilen, wie du halt eben lustig bist, aber du bist halt tot. Dein Bisa-Knosp... Eigentlich, was Tianu jetzt gerade gemacht hat, ist komplett gegen die Qualität eines Pokémon-Trainers. Was Tianu jetzt nämlich gemacht hat, ist einfach nur die Qual und der Frust des Pokémons einfach weiterhin aufrechtzuerhalten, weil er ist ja eh tot. Und jetzt musste er sich nochmal einen weiteren Aeroas reinschnappen. So, Level 15 nochmal erreicht, sehr schön. Der kriegt auch viel zu viele Erfahrungspunkte dadurch, dass er natürlich ein getauschtes Pokémon ist. Es gab natürlich gar keine Attacke für unser Eddie. Aber das Gute ist, da er halt eben Kleopatra einsetzt, kann ich mich jetzt darum kümmern, mal wieder Eddie reinzuschicken. Weil ich glaube, auch ein Fußkick sollte sehr viel Schaden machen, obwohl das... Aber war Fußkick oder Fußtritt? Nee, Fußkick war die Attacke mit dem Gewicht. Ja, ja, doch, das war schon genau richtig. Außer, dass es jetzt mal wieder ein ganz, ganz weirdes Kleopatra, was irgendeinen anderen Typen hat. So, und Eddie, wenn du mich jetzt enttäuschen willst, dann triffst du jetzt nicht. Choppelberry. Choppelberry. Ehrlich jetzt. Zuschuss? Wenn jetzt eine Feenattacke kommt. Oh Gott im Himmel. Stellt euch vor, da wäre jetzt eine Feenattacke gekommen. Das hätte ja gut und gerne sein können, ne? Weil Bisa-Knosp halt eben vorher mit dabei war. Du bist ein cheeky Motherfucker, Mimso, weißt du das? Du bist ein cheeky Motherfucker. Ey, da habe ich richtig Panik vor. Immer noch kein Angriff. Ich meine, okay, der hat schon gut was erlernt. Heilblockade und Fußkick und so weiter. Aber irgendwie, ich habe so das Gefühl, ich lerne gar nichts mehr bei meinem Pokémon. Auch wenn ich die Pokémon trainiere oder sowas. Marcel, oh Verzeihung, ich meinte Mr. Marcel. Ja, nenn mich bitte Mr. Marcel. Das klingt so viel besser, als wenn du mich einfach Marcel nennst. Doch, ich bin so zufrieden damit, wenn du mich so nennst. Ja, aber gut, wenn Tiano schon selber sagt von wegen, hier, mein Traum ist es doch sowieso. Ich habe etwas Honig für dich, Mr. Marcel. Ach, stimmt, mit Honig oder mit Lockduft konntest du ja diese Multi-Angriffe, also von diesen 5 Pokémon und so weiter, ja, glaube ich, hervorrufen. Ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich auch auf jeden Fall nochmal daran. Ja, nee, wisst ihr was? Dann werde ich nochmal die Chance nutzen, um das einmal zumindest auszuprobieren. Ich glaube, ich werde damit absolut auf die Schnauze fliegen, weil dann kommen wahrscheinlich irgendwelche 5 Pokémon, die Raphael komplett auseinandernehmen. Aber ich werde es einfach mal ausprobieren. Und wir gucken einfach mal, welches Pokémon sich dahinter verbirgt. So, let's go. Honig, 3 Stück haben wir ja bekommen. Das ist jetzt für die Wissenschaft. Wir sind jetzt gerade Mythbusters. Mal gucken, was passiert. Welche Pokémon sind's? Um Gottes Willen, wie viele unterschiedliche. Warum Elektro-Pokémon? Warum? Scheiße. Aber die sind Level 5, die machen mir doch gar nichts. Ich besieg die erstmal, hätte ich jetzt gesagt. War das jetzt gut? Müsste alles eigentlich One-Shot sein. Doch, doch, da bin ich eigentlich schon ziemlich... Wie viele Erfahrungspunkte die geben? 101? WTF. Die geben doch normalerweise nicht so viele. Oh, guck mal, siehst du nämlich die ganzen... Ja, guck mal, alles keine Wirkung. Die können nämlich meinem Froxy überhaupt gar nichts. Aber das ist ja strange, wie viele Erfahrungspunkte das hier gibt. Da frage ich mich, wo wir uns halt eben Honige auch kaufen können, sodass ich die einsetzen kann, um hier vielleicht so ein bisschen Training halt eben zu machen. Weil sind wir mal ganz ehrlich, also man darf hier nicht vergessen, in manchen Episoden muss ich halt eben dann auch mal trainieren oder vor manchen Episoden muss ich auch mal trainieren halt eben für die nächste Episode so. Und dann wird das auch für mich ganz wichtig sein, halt einfach mal Honige einzusetzen. Außerdem an die ganzen, der überlebt das! Außerdem an die ganzen, da draußen an so die ganzen Nuzlocke-Profis und so weiter, so Pro-Nuzlocker und so. Ich habe eine Frage an euch, ja? Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich eine Massenbegegnung halt eben hier habe, von diesen ganzen Pokémon, die ihr hier sehen könnt, welches Pokémon darf ich denn fangen, dass ich dann in mein Team reinsetze? Das würde mich extrem interessieren. Weil wenn ich jetzt sage, okay, nächste Route, ich habe ja sowieso noch Honige, nächste Route werde ich dann einfach halt eben eine Massenbegegnung hervorrufen, indem ich halt einfach, ne, Honige einsetze im Gras. Und dann habe ich halt eben die Möglichkeit, wie jetzt zum Beispiel, 5 verschiedene Pokémon halt eben, mir eins davon auszusuchen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich da machen soll. Soll ich halt einfach, darf ich das machen, Honige benutzen? Darf ich nur das Pokémon fangen, was sich in der Mitte befindet? Darf ich das nicht machen? Oder wie gesagt, schreibt mir das bitte in die Kommentare, das würde mich extrem interessieren. Ansonsten, meine Damen und Herren, ne, würde ich sagen, war es das hier mit der heutigen Episode von der Pokémon X, Hollow X, Entschuldigung, Nuzlocke Challenge. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, tschüss, Kostin, bye bye, macht es gut.